Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Dividendenaktien mit Rabatt, das ist ein Format, der sich für gewöhnlich Monat für Monat für euch schreibe auf meinem Blog aktienfinder.net. Ich dachte, diesmal mache ich auch ein Video zusätzlich draus, denn was wir hier machen oder was ich hier mache, ist ziemlich interessant. Und zwar, wir gucken uns Dividendenaktien an, die eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite haben im Vergleich zu vorher, also deren Dividendenrendite stark gestiegen ist. Und schauen uns einfach an, ob wir hier ein erfolgversprechendes Investment haben, ob die Aktie oder ob die Dividende sicher ist und ob die Aktie günstig bewertet ist. Das sind im Prinzip so die drei Punkte, die wesentlich sind. Und ich möchte einfach mal beispielhaft das Ganze mit euch jetzt einmal auf dem Video, im Video durchgehen, weil die einen lesen lieber und die anderen, die gucken lieber YouTube. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und es klappt auf kurze Sicht nicht immer. Wir haben jetzt dunkle Wolken am Horizont, ein Börsencrash droht. Jedenfalls haben wir jetzt schon ein paar Ausläufer, vermeintliche Ausläufer eines kommenden Börsencrashs gesehen. Auch verursacht, insbesondere verursacht durch diesen Coronavirus. Und jetzt müssen wir halt Ruhe bewahren und Chancen ergreifen, wenn sie sich denn bieten. Und eine hohe Dividendenrendite ist ein relativ auffälliger Indikator, dass bei der einen oder anderen Aktie eben eine Chance sein könnte. Ich habe hier eine Liste für euch auf meinem Blog wachstumswerte.net mit den 15 Aktien, die jetzt außergewöhnlich hohe Dividendenrenditen haben. Alle Bekannten schon dabei. Tanker Factory, Outlet Center, die habe ich ja vor kurzem auch schon hier auf YouTube analysiert. Und dann siehst du noch ein paar andere Aktien. Hier siehst du, wie hoch die absolute Dividendenrendite momentan ist. Und das sind ja alles ausschließlich stabile Dividendenzahler, also Unternehmen, die sehr zuverlässig bisher Dividende gezahlt haben. Und hier siehst du die Differenz, um die diese Dividendenzahler jetzt eine höhere Dividendenrendite haben als im Schnitt der letzten 12 Monate. Also bei Occidental Petroleum 5% mehr Dividendenrendite aktuell als im Durchschnitt der letzten 12 Monate. Also das ist schon ganz ordentlich. Und Tanker Factory, Kohl's und so weiter. Und wir gucken uns jetzt Occidental Petroleum und Kohl's Corporation an, stellen uns also diese Fragen, ob es hier ein langfristig erfolgversprechendes Investment ist und im Prinzip, ob wir tatsächlich hier die Chance haben oder ob irgendwas gegen diese Aktien spricht, dass man doch die Finger davon lassen sollte. Bezüglich Occidental Petroleum, das könntest du schon kennen, weil Warren Buffett hat sich da letztes Jahr eingekauft, hat jetzt auch nochmal vor kurzem seine Position erhöht. Fangen wir mal mit denen an. Hier geht es um Öl und Gas, vertikal integriert. Das heißt, die fangen bei der Exploration an, gucken also oder suchen nach Vorkommen von Öl und Gas. Es wird dann gefrackt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die bauen das auch ab. Ob sie Fracking machen, weiß ich nicht. Sie lagern das, raffinerieren das, vertreiben das über Pipelines auch und verkaufen das und handeln auch damit. Und das gucken wir uns jetzt mal hier im Aktienfinder an. Dann gehen wir mal hier rein und stellen uns jetzt erstmal die Frage, ob wir hier ein langfristig erfolgversprechendes Investment haben. Und dafür müssen wir uns die langfristige Gewinnentwicklung uns mal anschauen und auch die Entwicklung von Umsätzen und Margen. Ich habe hier schon einen Merkzettel gemacht im Ad-hoc. Und das sind die beiden Unternehmen dann gelistet. Hier sind sie. Dann gucken wir uns jetzt zunächst mal Occidental Petroleum an hier. Das Ranking könnte man auch hier auf Dividendenertrag stellen, weil das ist wahrscheinlich aussagekräftiger, weil wir ja hier auf Dividendenaktien gehen und auf Dividendenaktien mit einer sehr hohen Dividendenrendite. Siehst du schon, dass die relativ hohe Rankings haben, vor allem Kohls. Aber erstmal gucken wir uns jetzt Occidental Petroleum an. Und bei Occidental Petroleum, da fällt jetzt vor allem auf, dass wir hier in der Vergangenheit noch relativ schön steigende Gewinne hatten. Vom Jahr 99 ist jetzt gerade hier drin bis so ungefähr 2010, 2012. Und dass es jetzt in den letzten Jahren aber doch relativ stark hapert. Wir haben sogar mal deutliche Verluste in 2015, 2019, also jetzt quasi die aktuellen Zahlen, die aktuellsten Zahlen. Und auch allgemein sieht der Verlauf auf dem Cashflow nicht besonders gut aus in der letzten Vergangenheit. Wenn wir wissen wollen, woran das liegt,
Dann gucken wir mal hier ran. Und hier ist ganz interessant, dass die Umsätze ja richtig springen. Wenn du normalerweise solche springenden Umsätze hast, dann liegt das oft daran, dass das Unternehmen Teile abstößt oder neu dazu kauft. Dass es also keine organische Umsatzveränderungen sind, sondern dass es was mit Investitionen und Desinvestitionen zu tun hat. In diesem Fall teilweise auch, aber hauptsächlich ist es dem Öl- und Gaspreis geschuldet. Das heißt, du siehst hier an den Margen, dass die Margen teilweise recht hoch gewesen sind. Zum Beispiel in 2007 hatten wir eine operative Marge von fast 50% und in 2016 eine negative Marge von minus 10%. Und parallel dazu steigen und fallen die Umsätze. Also wenn wir hohe Margen haben, haben wir hohe Umsätze und wenn wir ganz wenig Marge haben oder negative Marge, haben wir ganz wenig Umsätze. Und das hängt direkt mit dem Öl- und Gaspreis zusammen. Ich kann dir das auch zeigen auf TradingView.com. Ich zeige das jetzt nicht direkt auf TradingView.com. Ich habe hier schon was im Blogartikel dazu geschrieben. Hier siehst du die Grafik, die wir gerade angeschaut haben im Aktienfinder. Und hier siehst du von TradingView.com den Ölpreis. Und zwar also pro Barrel, was ist das nochmal? West Texas. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es heißt. Naja, also es ist nicht das Nordseeöl, sondern das aus Texas. Und wenn wir hier draufklicken, dann siehst du jetzt, dass wir in 2007, 2008 hier einen Rekordölpreis hatten und dass wir zum Beispiel in 2016 einen ganz niedrigen Ölpreis hatten und dann ist er nach dem Rekordniveau hier auch ganz stark gefallen. Der Ölpreis ist dann wieder gestiegen und das ist im Prinzip das, was du auch hier siehst. Das hier ist 2,7, 2,8. Dann haben wir hier die fallenden Margen, die sich dann wieder erholen. Das ist genau das hier. Und dann hast du hier richtig tief fallende Margen nochmal. Das ist dann wieder das hier. Eine Erholung. Dann steigen die Margen wieder. Jetzt geht es wieder nach unten. Das ist wieder das hier. Und hier siehst du auch, wie die Margen quasi, also der Ölpreis erstmal steigt. Und hier steigt er dann ebenfalls die Marge. Also wir haben hier einen direkten Zusammenhang zwischen Ölpreis und Margen. Und davon hängt Occidental Petroleum auf Gedeih und Verderben ab. Das beantwortet im Prinzip schon, oder das zeigt erstmal, dass das Unternehmen zykliker ist. Und wir sehen das Ganze auch nochmal eindrucksvoll, wenn wir hier die Bewertung uns anschauen. Und zwar interessiert jetzt eigentlich die Bewertung erstmal nicht, sondern einfach nur der Kursverlauf. Ja gut, nicht so schlimm wie bei Kohls, aber du siehst, dass es halt so teilweise auf und ab geht. Langfristig gesehen, wo fangen wir hier an? Im Jahr 2000 hätten wir 8,7% Rendite gemacht mit Dividenden. Das liegt also ungefähr im Mittel des Aktienmarkts, was man da so erwarten kann. Wir sehen aber eben, dass die Renditen ungleich verteilt sind. Wir haben hier erstmal, geht es doch relativ stark aufwärts. Das ist von hier nach da und dann haben wir hier quasi nach der ersten Halbzeit die sinkenden Aktienkurse und da geht es dann halt eben entsprechend abwärts. Das siehst du dann auch hier bei der erzielten Rendite, dass es hier ein erstes Jahrzehnt gibt, in dem du gute Renditen gemacht hast mit der Aktie und jetzt haben wir schlechteres zweites Jahrzehnt mit der Aktie. Wie es weitergeht, also wir haben hier einen Zykliker, ganz klar, und wie es weitergeht, hängt direkt, wenig überraschend, von dem weiteren Preis ab, Preisverlauf des Ölpreises. So. Und Warren Buffett hat auch irgendwann gesagt, dass Occidental Petroleum eine Wette ist auf den Ölpreis. Momentan, kurzfristig, droht er die Wette zu verlieren. Ich habe auch gerade im Handelsblatt gelesen, dass die OPEC keine Drosselung der Liefermenge zustande gebracht hat. Man hat sich nicht geeinigt zwischen Saudi-Arabien und Russland. Das heißt, kurzfristig kann es erstmal noch weiter rund nach unten gehen. Allgemein ist es ja so, dass durch den Corona-Ausbruch wir eine Erlahmung der Weltwirtschaft erwarten könnten. Also es kann gut sein, deshalb auch möglicher Börsencrash. Und das führt tendenziell dazu, dass die Rohstoffpreise in Summe auch zurückgehen, weil die Nachfrage der Industrie entsprechend sinkt und da ist Öl keine Ausnahme. Also wir könnten hier erstmal kräftigen Gegenwind erwarten. Gucken wir mal, ob die Dividenden sicher sind. Können wir nochmal hier in den Qualitätscheck zurückgehen. Und dann siehst du, dass
Ursprünglich waren die Dividenden durch den Free Cashflow gedeckt. Jetzt sind sie es kaum noch, beziehungsweise nicht mehr. Ist erstmal nicht so toll. Nichtsdestotrotz, bisher hat das Management keine Dividenden gesenkt, sondern immer noch sogar leicht erhöht, also ganz leicht. Wir haben hier Dividendensteigerung von 1%, 1,3% in den letzten 5 Jahren hier im Mittel. Das ist also so eine, ja, Pseudo-Dividendenerhöhung, aber immerhin keine Kürzung. Was auch noch interessant ist, du siehst hier, dass die Bilanzsumme sich explizit ganz stark ausgeweitet hat. Das hat mit einer Übernahme zu tun. Und zwar wurden für 57 Milliarden US-Dollar einen Konkurrent gekauft, der heißt Anadarko Petroleum. Diese Übernahme ist nicht ganz kritiklos geblieben, vor allem im Nachhinein, weil kurz nach der Übernahme hat dann der Ölpreis angefangen einzuknicken. Das war also jetzt im Jahr 2019 und dann ging es jetzt hier nach unten. Und führt auch dazu die Übernahme, dass die Schuldenquote sich erhöht hat. Das siehst du hier von 41 auf 63, 64%. Und das sind alles erstmal keine besonders guten Zeichen. Natürlich will man mit dieser Übernahme Synergien erwirtschaften beispielsweise. Ich habe da was im Kopf von 3 Milliarden jährlich. Aber es muss auch erstmal erreicht werden. Momentan ist es erstmal eine Belastung. Was wiederum positiv ist, das ist das. Unternehmensanteile können verkauft werden. Es wird auch für mehrere Milliarden erst was verkauft an Total beispielsweise. Und so kann dann Unternehmen auch seine Dividenden finanzieren durch den Verkauf von Unternehmensanteilen, sogar dann, wenn die Dividenden nicht gedeckt sind. Aber es ist keine dauerhafte Strategie, um den Unternehmenswert zu erhöhen, wenn man immer Unternehmensanteile verkauft, um die Dividende zu decken. Momentan haben wir, gucken wir uns mal die Tilgungskraft an, da steht's. Wir bezahlen Dividenden momentan in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow beträgt lediglich 1 Milliarde US-Dollar. Das heißt, 1,6 Milliarden US-Dollar müssen in einem Jahr momentan finanziert werden. Das funktioniert. Wir haben beispielsweise Cash und Wertpapiere, die sind doppelt so hoch und dann haben wir hier natürlich noch ein hohes Kernvermögen. Also man könnte auch theoretisch nochmal mehr Schulden aufnehmen. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, warum man Dividenden bezahlt. Das Wohl und Wehe hängt eben ab vom Ölpreis. Wenn der Ölpreis jetzt dauerhaft niedrig sein sollte, insbesondere wenn er unter 40 Barrel geht, unter 40 US-Dollar das Barrel, so habe ich was im Kopf, dann arbeiten sie wirtschaftlich ab 40 Barrel pro US-Dollar, dann gibt es ein Problem und wenn das dann dauerhaft bestehen bleibt, dieses Problem, dann wird auch irgendwann vermutlich die Dividende gekürzt. Also, wie Born schon sagt, ist eine Wette irgendwo auf den Ölpreis. Aus meiner Sicht ist Occidental Petroleum auch kein echtes Buy-and-Hold-Investment, weil das Ganze eben sehr zyklisch ist. Stichwort Ölpreis. Wenn du da hohe Renditen mit erzielen willst, dann müsste der Einstieg und der Ausstieg gut getimt sein. Wir hatten zwar, das haben wir hier gesehen, langfristig mal hohe Renditen gehabt, von hier nach hier. Was heißt hohe? Also markttypische 8,7%. Aber ob du das nochmal kriegst, sei dahingestellt, wenn du nochmal 20 Jahre hier investierst, ob das jetzt immer hoch und runter geht, kann nämlich gut sein. Wir können noch kurz gucken, ob die Aktie momentan günstig oder teuer ist. Wenn wir den Dividendenturbo anschmeißen, dann siehst du ja hier die Dividendenrendite, die ist ganz schön abgegangen hier in den letzten Monaten, Jahren, Monaten, ja. Die ist also deutlich gestiegen aus hier in der Vergangenheit. Machen wir mal hier die Dividende weg. Da gab es eher so zwischen 2 und 4% lange Zeit. Und jetzt gibt es halt 12% knapp, deutlich mehr als zuvor. Könnte man sagen, die Aktie ist klar unterbewertet. Gucken wir uns jetzt die Bewertung an, aber nicht basierend auf der Dividende und nicht ausschließlich auf der Dividende, sondern auch basierend auf dem Gewinn oder operativen Cashflow. Wobei ich jetzt nur mal kurz gucken muss. Wir machen das basierend auf dem operativen Cashflow, weil der Gewinn ist teilweise ja negativ und da gibt es ja keine Multiples. Dann gucken wir uns das hier mal an. Da haben wir den Cashflow. Dann gucken wir mal. Bop, bop, bop. Ja, aber nehmen wir das hier. Also hier nicht, weil da ist das ziemlich niedrig. Wenn wir mal ab hier zum Beispiel nehmen. Und dann gucken wir mal, was da für ein KCV rauskommt. Ich habe hier
Kleinen Darstellungsfehler, oder? Warum er jetzt nichts anzeigt? Moment, machen wir nochmal von vorne hier. Dummdi-dumm. Also, operativer Cashflow. Alle. Und hast aber gesagt, 2,6. Und dann ist hier der Kurs und der faire Wert Cashflow, faire Wert Dividende. Und dann siehst du jetzt erstmal, dass hier der Aktienkurs ist. Also ganz schön abgeschmiert. Spitze 110 US-Dollar, jetzt bei 26 US-Dollar. Deutlich günstiger zu haben, die Aktie. Und der faire Wert liegt bei 60 US-Dollar laut dem operativen Cashflow und bei etwas über 100 US-Dollar laut der Dividende, weil die Dividendenrendite dann deutlich über die Mittel der Vergangenheit liegt. Damit wäre die Aktie also so oder so deutlich unterbewertet. Hier wäre sie deutlich unterbewertet, hier wäre sie doppelt deutlich unterbewertet. Und falls der operative Cashflow oder der faire Wert Cashflow erreicht werden würde, können Sie mit einer Dividende, mit einer Rendite rechnen von schlappen 62% aufs Jahr, inklusive Dividenden, also ganz ordentlich. Allerdings natürlich die Frage, ob es so kommt, weil diese Schätzungen sind natürlich alles andere als zuverlässig. Wie gesagt, es hängt alles vom Ölpreis ab. Es kann auch noch nach unten gehen und dann hast du halt eine Rendite, die deutlich niedriger liegt. Die wäre dann mehr der faire Wert. Ich tue einfach nur, um dir das zu erklären, irgendwas willkürlich auszuwählen hier, dann würde der faire Wert vielleicht hier unten sein, wenn die Prognosen angepasst werden, wegen eines fallenden, noch tieferen Ölpreises, vielleicht sogar negative Margen. Und dann gibt es eventuell noch eine Dividendenkürzung und dann gibt es dann noch ein Schockereignis quasi durch die Dividendenkürzung bei den Investoren, dann könnte der Aktienkurs noch weiter fallen. Also ist alles möglich. Aber hier mal rein rechnerisch als Orientierung, trotzdem eine klare Unterbewertung. Ich bleibe aber dabei, wir haben hier einen Zykliker vor uns und einen Zykliker mit einer gewissen Unsicherheit. Deshalb für mich kein konservatives Buy and Hold Investment. Gucken wir uns mal die nächste Aktie an, das wäre die Kohl's Corporation. Die haben bzw. betreiben Kaufhäuser, 1100 Stück in den USA. Und klar, du weißt wahrscheinlich schon als Aktieninteressierter, der stationäre Handel, der ist so ein bisschen in der Zange. Auf der einen Seite die Online-Konkurrenz Amazon, auf der anderen Seite viele neue Geschäfte, Outlet-Center, Shopping-Center oder wie T&X, diese Brand-Discounter, die überschüssige Markenware kaufen und dann günstig veräußern. Und zwischen denen die Kohl's Corporation als fast klassisches Kaufhaus. Da kann man sich schon denken, ob das denn gut geht langfristig. Bisher war das Ganze eigentlich eine Erfolgsstory gewesen, wenn du hier mal das langfristige Gewinnwachstum anguckst. Das ist schon nicht schlecht, vor allem wenn du den Zoom mal rausmachst. Das siehst du hier von 11 Cent Gewinn pro Aktie auf 4,40. Irgendwann auch angefangen, Dividende zu bezahlen, die auch gesteigert. Das sieht auf der einen Seite nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite lässt sich nicht verkennen, dass wir eine gewisse Stagnation haben seit 2012. Und wenn du hier guckst, dann wird das Ganze noch ein bisschen dramatischer oder negativer. Wir sehen nämlich, dass wir diese Stagnation tatsächlich haben seit 2012. Die Umsätze ziehen nicht mehr an. Und wir haben zusätzlich schwächere Margen. Ich mache einfach mal wieder die operative Marge rein, konzentrieren uns auf die. Die Margen waren bei 11,5% und sind jetzt bei 6%. Also gibt es hier ganz offensichtlich Probleme, die mit Verramschen will ich nicht sagen, aber die über die Preispolitik gelöst werden und sich auf die Preispolitik auswirken. Und bleibt jetzt also nur noch ungefähr halb so viel hängen bei einem US-Dollar-Umsatz aktuell, wie es im Jahr 2012 der Fall war. Und dass der Gewinn pro Aktie nicht runtergeht, hat damit zu tun, dass wir hier starke Aktienrückkäufe haben. Hier haben wir Aktienrückkäufe gehabt von 11, 12% und teilweise 8%, 6%. Das hier ist hochgerechnet, das ist deutlich sicherlich zu hoch, es wird dann weniger sein. Hier siehst du nochmal die Treasury Stocks, eigene Aktien, wie man das aufgebaut hat im Zeitverlauf. Und ich habe auch hier die konkreten Zahlen geschrieben gehabt. Ich hoffe, ich finde die gleich. Und zwar hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert. Ja, wo habe ich es denn?
Hier von ursprünglich 306 Millionen auf heute 157 Millionen, also fast halbiert seit 2011. Und die Aktien wurden natürlich zurückgekauft, also Aktienkurs deutlich höher stand als heute, selbstverständlich. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt, stand heute super clever. Naja, nichtsdestotrotz, die Dividende steigt, liegt momentan bei, wie viel denn eigentlich? Entschuldigung, 8% knapp, 7,8%. Leicht verschnupft. Immer noch. Nein, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Gut, also hier der langfristige Kursverlauf ist mehr oder weniger seitwärts gehend. Also es war ein erfolgversprechendes Investment, erfolgreiches Investment einige Zeit. Gehen wir hier nochmal in den Kurs rein und gucken uns mal an, wie das Ganze hier aussieht. Da machen wir das mal weg und was sehen wir da? Ah, nee, wir sehen hier, dass es immer ein Auf und Ab gibt. Also hier haben wir eine Phase, da geht es auf und geht es runter, geht es hoch, geht es runter, angefangen bei 2000. Dann geht es hoch, seitwärts, hoch, runter, hoch und jetzt geht es wieder nach unten. Und du siehst, dass wir hier quasi so eine Linie ziehen können, wie so eine Art Widerstand, wo quasi die Tiefskurse mehr oder weniger abgebildet sind. Und momentan sind wir bei einem Tiefskurs. Wenn wir uns das anschauen hier, da kriegt man doch gewisse Zweifel, ob wir hier ein langfristig erfolgversprechendes Investment vor uns haben. Dieser Kursrückgang, der war definitiv die Folge von der Finanzkrise. Ein bisschen ist es eigentlich überraschend, wenn wir hier angucken. Wir haben ab hier den Kursverlauf. Wenn du hier siehst, wie der Gewinn pro Aktie steigt, dann könntest du eigentlich erwarten, dass ebenfalls der Kurs schön steigt. Ist aber nicht der Fall gewesen. Ne? Von 2,10 auf 2,12, gucken wir uns das nochmal an. Von 2,10 auf 2,12 ist der Kurs kaum gestiegen. Das heißt, das KGV hier ist, ich drehe mal nach oben, damit du das siehst, das KGV hier ist immer deutlich günstiger geworden. Also die Aktie ist immer niedriger bewertet worden. Von KGV von 50, 35, 30 bis dann zu 15. Und momentan haben wir ein KGV von 12. Muss ich sagen, hat der Markt recht gehabt. Das hier sieht man vielleicht wirklich einmal gut, dass der stationäre Handel aus der Mode gekommen ist. Ich denke, im Jahr 2000 platzen der Dotcom-Bubble. Da war das mit Amazon, disruptives Geschäftsmodell, Onlinehandel offensichtlich noch nicht ganz so präsent, würde ich mal so interpretieren, wie dann später. Und hier siehst du dann, wie der stationäre klassische Handel zunehmend aus der Mode kommt. Und im Prinzip hat die Börse ja recht gehabt, ja. Also man hat hier, wo es ja noch keine Probleme gab, vorweggenommen, dass der klassische stationäre Handel, also Kaufhäuser in diesem Fall, unter Druck gerät. Und das ist ja dann auch passiert, ne? Also könnte man jedenfalls so interpretieren. Gut, schauen wir mal, wie es mit den Dividenden aussieht. Gucken wir jetzt in den Dividendenturbo rein. Dann siehst du hier, die Dividende ist natürlich höher, als sie jemals zuvor gewesen ist. Knapp 8%. Vorher lange Zeit zwischen 2 und 4% gelegen. Und ist die Dividende sicher? Fragezeichen. Freier Cashflow, den gibt's. Der ist relativ hoch. Hier ist er niedriger, teilweise negativ, niedriger als der bilanzierte Gewinn. Dann wackelt das so ein bisschen. Und im Prinzip, seit es nicht mehr so richtig läuft, das Geschäft, ist der Free Cashflow relativ hoch. Ich habe da einen Geschäftsbericht angeguckt. Ich interpretiere das so, dass das war die Expansionsphase. Hier wurden auch noch neue Kaufhäuser hochgezogen. Und dann hat man irgendwann aufgehört, neue Kaufhäuser zu kaufen oder zu bauen. Was zur Folge hatte, dass der freie Cashflow plötzlich viel höher war als hier. Und das sehen wir eben dort. Und man hat auch dann angefangen, Geld zu bezahlen, also Dividende auszuschütten, so rum. Also Dividende und hoher freier Cashflow, das geht ja hier Hand in Hand, geht ebenfalls wieder oder ist begründet durch die Einleitung einer Stagnationsphase bei Kurz Corporation. Jo, gut. Und dann ist die Dividende sicher. Ja, da waren wir jetzt geblieben. Und momentan, ja, also Dividendenkürzung erstmal nicht in Sicht, weil wir haben zwar eine Stagnation, aber wir haben eben hier sehr hohe freie Cashflows. Und das dann auch hier sehen kannst mit der Tilgungskraft.
sehr hohe freie Cashflows, die Dividende 423 Millionen im Jahr und der freie Cashflow 960 Millionen im Jahr, also doppelt so hoch, können die Dividende halt weiterhin steigen, noch ein paar Jahre. Und das siehst du ja auch hier, beziehungsweise im Dividendenturbo, hier, dass die Dividende noch relativ staatlich anziehen soll, laut den Analystenschätzungen, und ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das heißt, die Dividendenrendite wäre dann hier irgendwann schon nahezu zweistellig. Und das kann auch tatsächlich sein, weil warum soll der Aktienkurs deutlich steigen, wenn hier der Geschäftsverlauf stagniert, wenn die Margen noch weiter sinken? Auch Analysten erwarten, dass die Margen weiter sinken. Und wenn ein Kurs das nicht umdrehen kann, dann glaube ich nicht, dass die Aktie hier wieder ein Hoch erreichen wird. In der Vergangenheit war es oft so gewesen, dass du beim richtigen Einstiegszeitpunkt Renditen hast erwirtschaften können von kurzfristig 100%. 38 US-Dollar auf 80 US-Dollar, 100% innerhalb weniger als einem Jahr. Na, ein Jahr, okay. Ein Jahr doch, aber trotzdem relativ kurzfristig. Und hier muss das Management jetzt halt irgendwas machen, um den Dreh zu kriegen. Die sind relativ offen auf der einen Seite, also die arbeiten zum Beispiel mit Amazon zusammen. Da gibt es so Retouren, du kannst retournieren deine Amazon-Ware in den Kohl's-Shops, nicht in allen, aber in vielen Kaufhäusern schon. Die versuchen auch so ein bisschen Lifestyle reinzubringen. Die haben jetzt zum Beispiel vermietet an Planet Fitness oder wie die heißen, also irgend so eine Fitnesskette, um halt einfach die Laufkundschaft beizubehalten, damit die Leute dann auch entsprechend was kaufen. Ob das funktioniert, weiß ich aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch Kohl's wäre für mich jetzt kein unbedingtes Buy-and-Hold-Investment, also Buy-and-Hold sowieso nicht, wenn man das hier sich anschaut. Aber es ist auch mit hoher Unsicherheit behaftet. Die Aktie ist, das hätte ich jetzt fast vergessen, gucken wir mal so schnell noch die Bewertung an hier. Die Aktie ist also auch günstig bewertet. Hier, Aktienkurs 35 US-Dollar, fairer Wert hier 56 US-Dollar, laut Dividende natürlich viel, viel mehr wert, so ähnlich wie Occidental Petroleum. Aber das ist jetzt nicht entscheidend, dann wird man hier den fairen Wert basierend auf dem Gewinn vorziehen. Warum Gewinn und nicht operativer Cashflow? Weil der operative Cashflow unzuverlässiger sich entwickelt als der Gewinn. Deshalb hier anders als bei Occidental Petroleum. Ja, also diese beiden Aktien wären jetzt für mich kein Buy-and-Hold-Investment und die sind mit hoher Unsicherheit behaftet. Das sind eher so kurzfristige Stories für Leute, die ein bisschen auf Risiko stehen und spekulieren wollen, meines Erachtens. Also, okay, ich habe jetzt nicht gesagt, Warren Buffett ist ein Spekulant, obwohl er selbst irgendwas von Wette gesagt hat. In diesem Fall ist er vielleicht tatsächlich ein Spekulant. Wobei er gemeint hat, glaube ich, eine langfristige Wette auf den Ölpreis. Also irgendwann soll der Ölpreis wieder anziehen. Irgendwann zieht er bestimmt an, aber wann wird das sein und wie tief oder wie weit fällt er noch, bis er wieder anzieht? Wir wissen das nicht. Ja, also es gibt, denke ich, bessere Alternativen. Langweiligere Alternativen auch zugegeben, 3M und solche Geschichten. Vielleicht findest du auch was hier in der Liste. Wo haben wir sie? Oh, habe ich viel geschrieben, Wahnsinn. Hier in der Liste. Vielleicht findest du da auch noch was. Und du kannst natürlich auch jederzeit hier in den Dividendenturbo gehen. Da findest du ja noch viel, viel mehr Aktien, Dividendenaktien, die hier durch hohe Dividenden glänzen. Da gibt es ja viel mehr. Also 770 Aktien werden da momentan abgedeckt. Und da kannst du dann hier einfach sortieren. Und dann gibt es so eine Liste, die so ähnlich aussieht wie die, die wir jetzt schon gehabt haben. Die Liste ist umfangreicher. Also hier sind auch nicht absolut zuverlässige. Also hier sind die Kriterien niedriger als in der anderen Liste. In der anderen Liste, da sagen wir, wir haben nur Aktien drin, die in der Vergangenheit zuverlässig Dividenden bezahlt haben, die Dividenden auch weiterhin steigern sollen, laut den Analysten und so weiter. Hier sind einfach alle Aktien drin, die wir analysieren. Deshalb ist es mehr, deutlich mehr. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bewahre die Ruhe, falls es an der Börse noch weiter runtergehen sollte. Und denk immer schön dran, langfristig von der Börse oder langfristig von steigenden Kursen Aktien, langfristig von steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst du nur dann, wenn die Gewinne langfristig steigen. Okay, das war's gewesen. Danke fürs Zuschauen. Schönen Restsonntag noch. Bis zum nächsten Mal.